Sitzen Was machst du denn hier? Sitzen Sie bequem? Ja. Okay, können wir loslegen? Warte. Ja, wir können loslegen. So, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um ein Terrassen-Makeover bzw. Balkon-Makeover. Eher eine Terrassengestaltung. Ein paar kleine Tipps dazu. Ja, für mich ist es ein Makeover. Nein. Bis gleich. Ich sehe gerade, du hast keine Socken an. Deswegen ziehe ich meine Socken auch aus. Sieht ein bisschen sommerlich aus. Es ist ja auch sommerlich. Die 36 Grad sind vorbei. Wir haben jetzt mal die lauen Abendstunden genutzt, ja, um euch dieses Video hier zu gestalten. Genau, zu zeigen. Wir haben auch einen kleinen Notizzettel, weil das Video hier umfasst wirklich ganz, ganz, ganz viele kleinere Projekte. Mhm. Und die möchten wir euch heute Schritt für Schritt zeigen. Etwas zusammenfassen, genau. Ja, etwas schneller und bündig. Und du musst hier, der Mikro, musst da aufpassen, ne? Ja, ja. So, fangen wir an. Also, wir hatten ja gerade eben gesprochen gehabt, dass es ja nicht für jeden dasselbe ist. Jeder Balkon ist ja anders, anders geschnitten, von der Größe her, anderem Boden, ne? Wir haben jetzt hier einen Holzboden, Holzdielen, damit ihr das mal so im Gedanken umsetzen könnt. Wir haben jetzt hier eine Tiefe von ungefähr 3 Meter. Und eine mindestens, würde ich sagen. Von 5 Meter, ne? Nee, und auch mehr. Mehr? Ja. Ich würde sagen, eher so 4 mal 7 oder so. 6. Okay, nein. Ihr könnt mal mitmachen. Und zwar haben wir als allererstes hier angefangen, den Boden zu reinigen, ne? Ja. Sprich, wir haben das gekerchert und neu geölt. Also geölt hast du das ja dann. Sehr schön, ne? Und darüber gibt es auch ein extra Video. Also wenn ihr jetzt einen Holzboden habt, der es unbedingt nötig hat, dann ist es natürlich als allererstes zu empfehlen, den Boden auf Vordermann zu bringen, bevor wir jetzt irgendwie Sitzgruppen bauen und Mini-Teiche und sowas anlegen, ne? Und dann können wir auch loslegen mit den größeren Möbelstücken. Wir haben jetzt hier, worauf wir sitzen, ist eine Gartenlounge, die haben wir auch selber gebaut. Darüber gibt es auch ein extra Video. Genau, genau. Die Auflage sind von IKEA, ganz simpel, aber gut. Genau. Outdoor-Bereich, und um dieses Ganze aufzulockern oder es noch etwas gemütlicher zu machen, ist natürlich ein Outdoor-Teppich und kleine Dekoartikel wie ein Beistelltisch, Pflanzen, Teelichter, natürlich von Vorteil. Die lockern das Ganze auf dann, ne? Genau, es machen es einfach nochmal, sie runden das Ganze ab, sagen wir es mal so. Ja, und die Lounge, die könnt ihr, wie gesagt, da gibt es ein Video, die könnt ihr auch erweitern von der Breite her, von der Tiefe her, so wie ihr möchtet, ne? Für eine schönere Atmosphäre fand ich es schöner, dass man die Sitzbereiche aufteilt. Und zwar für die eine Ecke die Sitzlounge und für die Giebelbereichecke zum Beispiel diese Ratternmöbel. Das macht das Ganze ein bisschen charmanter und kuscheliger und auch ein bisschen abwechslungsreicher fürs Auge, anstelle ein großes Möbelstück und einen großen Tisch. Also ich finde es schöner, das aufzuteilen. Ich denke, das ist für jeden Balkon, egal wie groß oder wie klein, glaube ich, immer ganz sinnvoll oder ein guter Tipp, dass man das in so kleine Bereiche aufteilt. Genau, und ihr könnt natürlich auch, wir haben jetzt hier schon einen tollen Giebelbereich, da kann auch ein toller, schöner Hängesessel hin, ne? Genau, haben oder wir zum Beispiel. So wie eine Hängebank? Nee. So eine Hängebank. Ja, haben wir. Zweierbank. Angebracht oder angehangen. Und dadurch, dass wir Holzbalken haben, könnt ihr das wunderbar. Es gibt verschiedene Aufhängesysteme. Ja. Das Ganze mit Holzschrauben schön festschrauben. Und das ist natürlich auch nochmal was ganz anderes als so eine Rattan-Couch oder Sitzecke. Als Standard-Sitzecke. Genau. Natürlich vorweg, wenn das ein Mietobjekt ist, klärt das vorweg ab mit den Vermieter. Ihr könnt nicht einfach so irgendwo reinbohren, ne? Ganz, ganz wichtig. Wir haben das natürlich vorweg alles abgeklärt. Also nicht, dass ihr jetzt sagt, wir haben es beim Mr. Handwerk gesehen, das darf man. Also ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, das ist Grundvoraussetzung. Ja, ist natürlich logisch. Genau. Dann A und O, finde ich persönlich, Bepflanzung. Ne? Ja. Ja, passende Bepflanzung ist eigentlich mehr dein Part gewesen. Ne? Also das ist natürlich der krönende Abschluss, was natürlich jede Terrasse und jeden Balkon und jeden Garten einfach zu dem macht, was er ist, die Bepflanzung. Das ist natürlich logisch. Von Kräutern bis großen Pflanzen bis blühenden Pflanzen, da ist natürlich jedem das überlassen, was er mag und liebt und womit er auch umgehen kann. Gute Tipps sind da natürlich Gräser und Kräuter. Die brauchen zwar Wasser, aber Gräser zum Beispiel können auch mal gut die Hitze ab oder eben. Kann man nicht viel falsch machen, ne?
Genau, wir haben uns hier eben auch für ein bisschen ein paar Gräser und so weiter entschieden, weil es eben ungeschützt da die Sonne den ganzen Tag brennt und da muss man ein bisschen gucken. Und die geben halt einen super Sichtschutz ab, ne? Ja. Wenn man jetzt, man kann sich Gräser holen, die werden bis zu 2 Meter groß, sehr, sehr genau, pflegeleicht, braucht nicht grünen Daumen dafür unbedingt. Es weht so schön im Wind, was auch nochmal ein guter Tipp ist, ihr müsst nicht alles neu kaufen. Wir haben zum Beispiel auch alte Töpfe genommen und sie einfach umgesprüht. Genau. Und auch nochmal angepasst und dadurch aufgewertet, also da sind ganz viele Möglichkeiten einfach, ja, für jeden. Ja, sehr, sehr simpel. Ne? Thema Upcycling. Ne? Genau, was auch sehr, sehr toll ist, wenn ihr die Möglichkeiten habt, Kletterpflanzen. Ne? Ja. Es gibt halt Kletterpflanzen, die wachsen sehr, sehr schnell. Wir haben auch wieder hier im Giebelbereich eine angebracht. Genau. Auch ganz, ganz einfach. Einfach, ihr nehmt ein Drahtseil, beziehungsweise so ein Edelstahlseil, das rostet nicht. Mhm. Da nehmt ihr euch kleine Schraubhaken, auch aus Edelstahl, könnt ihr in die Wände schrauben, dübeln, und dann könnt ihr diese Edelstahlseile ziehen und dann gibt es so kleine Ösen, die werden mit einer Flachzange dann zusammengedrückt, und dann bringt ihr das Ganze auf Spannung mit so einem kleinen Karabinerschraubhaken. Ne? Ich weiß aber gar nicht, wirklich, wie das Ganze heißt. Wirklich gut umsetzbar, also auch als Frau oder ohne Hilfe, also es geht als eigentlich Laie, ganz, ne, gut. Ja. Wobei es sich so zweit besser macht wegen dem Ziehen und Spannen. Genau. Und dann könnt ihr die Kletterpflanze schön daran so drumherum legen. Die klettert ziemlich schnell. Ne? Also wir sind erstaunt. Die hat jetzt ungefähr, was hat sie gemacht? Das, naja, Jahr? Hat schon einen Satz gemacht, so ungefähr, ich weiß nicht, 30, 40 Zentimeter, würde ich vermuten. Und wir haben uns dann natürlich beraten lassen im Baumarkt, welche da schnell wüchsig und sie blüht auch viel und lange und welche einen guten Satz macht in einem Jahr. Genau. Und wir hatten das gedacht als natürlichen Sonnenschutz tatsächlich. Richtig, genau. Aber ihr könnt natürlich, wie gesagt, Thema Pflanzenkunde, lasst euch da in der Gärtnerei oder im Baumarkt beraten, je nachdem, wie stark Sonneneinstrahlung ihr auf der Terrasse oder auf dem Balkon habt. Und dann seid ihr wirklich beraten. Das haben wir auch gemacht. Ne? Genau, da sind wir jetzt nicht die Ansprechpartner für. Ja, und was natürlich ein Highlight ist auf dem Balkon oder auf der Terrasse, ist der Mini-Teich. Ihr hört es schon plätschern. Oder Brunnen. Genau, das ist quasi ein altes Weinfass, ein altes Gefäß, besorgt euch, und eine Zinkwanne. Ne? Auch wieder Ressourcenschonung und Upcycling, genau, natürlich mein Lieblingsthema. Und auch Bepflanzung, ihr habt Wasser, ihr habt quasi eine Wasserstelle für die Vögel. Ja. Ihr könnt euch auch Pflanzen reinsetzen, die man nutzen kann. Also wir haben jetzt hier diese Wasserminze. Ja, ja. Da gibt es auch etliche andere Kräuter und das macht natürlich immer noch mal was her. Und also es ist für jeden auch noch mal was Schönes im Auge. Und da das ein sehr, sehr umfangreiches Thema wieder ist, gibt es darüber auch ein extra Video, wie wir das Ganze umgesetzt haben, gemacht haben. Mit kleinen Tipps. Mit kleinen Tipps. Und auch Pflanzenkunde ist auch ein bisschen mit dabei. findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ne? Genau. So, jetzt haben wir schon ganz grob alles gemacht. Ach. Und jetzt kommt die Dekoration, ne? Ja, Dekoration und die Lichter natürlich. Lichter kommen wir gleich nochmal. Ihr seht, es wird immer dunkler. Mhm. Dekoration, wenn man die Möglichkeit hat, ist natürlich, wir sehen es jetzt hier, Regale. Erzähl mal, das ist so eher dein Part, ne? Ja, also das macht natürlich nochmal das kleine i-Tüpfelchen. Jede Frau wird mich da verstehen und es genauso lieben wie ich. Das ist ja alles Deko, von Pflanzen bis kleine Töpfe bis Teelichtschalen bis kleine, wir haben Makramee geknüpft, versuchte und so weiter und ein kleines Regal angebracht. Da gibt es natürlich etliche Deko-Geschäfte, die euch da unterstützen. Auch uns. Aber ihr könnt natürlich, also du hast ja, es gibt ja heutzutage, es ist total modern, diese goldenen Ringe mit Trockenblumen, das dann mit Draht umwickeln. Manchmal ist es aber auch ganz schlicht. Das ist, also das liegt immer am Auge des Betrachters. Ich liebe das, diesen ganzen natürlichen Holz, Makramee, Stoff und Teelichter, was auch immer. Ja. Aber das könnt ihr natürlich alle selbst entscheiden, wie ihr das gerne dekorieren möchtet. Aber es gibt noch mal viel her fürs Auge, finde ich. Und danach ist eigentlich die Gestaltung soweit abgeschlossen. Und wir kommen, für mich ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für so eine Terrasse, Balkon. Wir haben es noch offen. Der Sonnenschutz. Oh, ja. Ne? Der Sonnenschutz. Und, der ist super wichtig. Da fällt mir gerade ein, können wir auch ganz kurz mal erwähnen. Für den Fensterbereich gibt es auch ein extra Video. Thema Sonnenschutz hatten wir letztes Jahr abgedreht gehabt. Findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, wenn ihr da was Günstiges, Schnelles sucht. Und hier haben wir uns einfach für 2 große Sonnenschirme entschieden. Wir hatten anfangs überlegt gehabt, also ihr müsst euch vorstellen, das ist eine kleine Dachterrasse. Und wir haben uns überlegt gehabt nach einem Sonnensegel. Ne? Ja.
Aber Nachteil vom Sonnensegel ist? Du musst es immer wieder aufhängen und verschieben und du, also man hat halt wie so ein Dach drüber, das ist halt ungünstig. Und ich alleine, glaube ich, kann es dann genau schlecht befestigen und wenn es stürmt und so weiter. Ansonsten ist eigentlich ein Sonnensegel eine tolle Sache, wenn ihr die Möglichkeiten dazu habt. Wir haben uns jetzt hier für zwei Schirme entschieden, einen etwas kleineren, einen etwas größeren. Den größeren, da haben wir einen ganz normalen Schirmständer genommen, ne? Den du nicht so schön findest, deswegen versteckt er sich hier hinter. Und dann gibt es aber auch für diejenigen, die einen Balkon haben, es gibt so tolle Balkonhalter, ne? Wollte ich dir anfangs nicht glauben. Ach, für die Geländer, genau, so ein Geländerhalter im Prinzip. Gab es eine große Diskussion, aber sie hatte recht gehabt, ne? Und der Ständer steht. Und ihr könnt natürlich, um das Ganze noch mal ein bisschen abzufangen, auch eine tolle DIY-Idee, wenn ihr keinen Sonnenschirmständer kaufen wollt. Ihr nehmt euch einen einfachen alten Blumenkübel, füllt ihn mit Beton. Ja. Ne? Auch eine ganz tolle Idee. Ja, und diese zwei Schirme spenden uns Schatten. Gott sei Dank. Ist eigentlich perfekt für dann die warmen Sommertage, dass man sich auch mal hier am Nachmittag hinsetzen kann und ein Buch lesen kann. Ne? Wie ihr seht, haben wir unseren noch nicht mal zugemacht, obwohl es ja schon dunkel wird. Aber der hält auch die Kälte ab, ne? Es ist sehr, sehr schön abends. Ja, aber abends. Es ist nicht kalt. Nee, es ist heiß. Müsst ihr eine lange Hose hatten? Nein, habe ich immer. Aber Sonnenschutz natürlich, wisst ihr alle, das ist auch nochmal. Und macht auch nochmal was fürs Auge her, finde ich. Ja. So, jetzt haben wir ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Das ist natürlich jetzt richtig hell, aber es kommt durch die Kamera ein bisschen anders rüber. Die richtige Beleuchtung ist auch wirklich das A und O für schöne Sommerabende. Gehört eigentlich mit zum Thema Deko, ne? Ja, eigentlich. Aber kommen wir gleich nochmal zu. Auch zum chilligen Sommerabend, genau. Genau, und da hast du viele, viele, viele Kerzen, sehe ich gerade hier. Teelichter auf jeden Fall, da braucht man sich wenig Sorgen machen, dass irgendwas abbrennt oder. Deswegen in so Schalen, Gläser, Glas und sowas alles sind sie dann auch geschützt wegen Wind und Co. Das wisst ihr sicher alle. Und natürlich, was ich halt toll finde, sind diese ganzen LED-Solarlichter und so weiter. Lichterketten. Mit Lichterketten könnt ihr viel zaubern, kleine LED-Lichter oder so wie wir es haben, Glühlampen in die Bäume und Pflanzen rein. Das gibt natürlich einen unheimlich schönen Effekt dann abends und das geht dann alles so von selber an und dann denkt man sich so, ach toll. Toll, ne? Mhm. Und mein Part ist eher so für alle IT-Freaks oder Smart-in-Home, ne, Freaks. Es gibt von Paulmann Licht, ihr wisst ja, ist unser Lampenpartner, haben wir eine tolle Lampensystem hier installiert. Mhm. Clever Connect, das seht ihr gerade auch hier unten, ist eine tolle Lampe. Dann haben wir den Teich beleuchtet, ein, zwei Pflanzen mit so einem kleinen Strahler oder Spots beleuchtet. Das ist ein ganz, ganz einfaches Stecksystem. Könnt ihr dann beispielsweise dann über Alexa und ein Smartphone und Co. steuern. Ganz, ganz simpel. Aber gibt einen tollen Effekt, aber über Strom natürlich. Ja, natürlich über Strom. Ja. Aber das ist natürlich, das schließt das Ganze nochmal so ein bisschen ab. Also sogar dimmbar, ne? Dimmbar. Gibt es auch in unterschiedlichen Farben. Mhm. Und ich freue mich dann immer abends, wenn man dann nicht auf der Terrasse sitzt, vielleicht im Wohnzimmer und guckt dann nach draußen und man schaltet das Ganze dann an und sieht dann, oh, den tollen Balkon. So ein schönes indirektes Licht auch von außen. Das ist auch toll. Ganz, ganz toll. Mhm. Und ja, ich bin, ja, soweit war es eigentlich, ne? Ja, das waren einige Punkte, aber dazu die einzelnen Videos und der Rest ist alles Gestaltungsgeschmack auch und individuell halt. So, Feierabend, ne? Jetzt haben wir die Punkte abgearbeitet. Wir hoffen, wir haben euch so ein bisschen geholfen, so ein paar Tipps euch gegeben. Zum krönenden Abschluss. Ich wollte noch mal was sagen, ich habe es vergessen. Wir hoffen, euch gefällt überhaupt das Video und wie wir es gestaltet haben. Ja, das werden die bestimmt in den Kommentaren schreiben. Mhm. Also hoffe ich zumindest. Hoffen wir auch. Ach genau, ich möchte mal jetzt von euch wissen. Es ist ja bei uns immer ein Streitpunkt Nummer 1 bei den Projekten. Okay. Ist das jetzt hier ein Makeover oder ist es eine Umgestaltung? Nee, nicht Umgestaltung, es ist eine komplette Gestaltung, weil sie ja vorher gar nicht gestaltet war. Deswegen ist es weder ein Makeover noch eine Umgestaltung, sondern es ist eine Gestaltung oder Terrassenerrichtung, Einrichtung. Auf jeden Fall wünschen wir euch viel, viel Spaß beim Nachmachen. Und wenn ihr das ein oder andere Projekt vielleicht dieses Jahr noch umsetzt, das Video ist ziemlich spät rausgekommen, ne? Liegt daran, ja, wir...
nutzen ja auch die Zeit im Frühling und im Sommer und wollen, also die Gestaltung nimmt ein bisschen im Anspruch oder Zeit im Anspruch. Ja. Wir freuen uns auf eventuell nächstes Jahr. Ihr erwähnt uns auf Instagram oder Facebook, wenn ihr das Ganze umgesetzt habt. Verlinkt uns gerne. Ja, wenn ihr das Video angeschaut habt und wenn wir uns riesig auf eure Ergebnisse freuen. Ja. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr. Vergesst den Daumen hoch nicht. Ja. Und viele Kommentare. Und viele Kommentare. So. So, Schätzelein. Okay, nee, soll ich dich Mäuschen nennen? Nee, nein. So. Ciao. Ciao. Ich Mäuschen dir gleich eine. Sommer. Kommst du auf den Schoß? Nein.